So, willkommen zu den CSS Basics. Und warum wir CSS brauchen, ist, dass CSS die Layout oder das Layout der Seite im Endeffekt festlegt. Denn ohne CSS würde diese Seite so aussehen. Und das ist nun wirklich nicht sehr schön. Also es gibt keine Webseite ohne CSS schlussendlich. Und jetzt beginnen wir mit dem CSS Tutorials bzw. den ersten Basic Schritten von CSS. So, hier zur Demo eine kleine Webseite cssdesk.com, die erstbeste, die ich in der Suchmaschine eurer Wahl gefunden habe, und von denen gibt es tausende. Und das Schöne hier ist, dass wir hier HTML haben, hier CSS reinschreiben können und hier sofort das Ergebnis sehen. Also wenn ich nur das HTML habe, wobei nur der Input vom Body, dann sehe ich das hier, und zwar in dem Moment, wo ich was reinschreibe. Ja. Hallo erstmal, slash li, ja li, unordered list und hier die einzelnen Listenelemente werden standardmäßig von einem Browser so angezeigt, und wenn ich diese jetzt formatieren will, dann brauche ich CSS. So, CSS hat jetzt verschiedene Selektoren, und Selektoren sind dazu da, um festzulegen, für wen soll die Formatierung gelten. In diesem Fall will ich mal alle Elemente, alle li-Elemente rot haben, und wenn ich alle li-Elemente möchte, dann schreibe ich einfach Li. Dann geschwungene Klammer auf, das ist die CSS-Syntax, und jetzt immer hier rein Eigenschaft Doppelpunkt Wert. Also zum Beispiel Eigenschaft, die Color hätte ich bitte gern auf grün. Okay, grün ist vielleicht nicht so gut, white. Ja. Oder auch die Hexangabe. Raute, rot, grün, blau, rot, grün, blau. Ja, dann ist das auch weiß. Oder auch die Kurzform davon. So, also mit dem Namen des Tags, des HTML-Tags, kann ich hier dann alle Elemente dieses Tags sozusagen selektieren. Was ist, wenn ich jetzt nicht alle will, sondern nur ein ganz bestimmtes? Na gut, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gebe diesen hier eine ID. Die ID third. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte bitte das Element mit der ID third. Und das Element mit einer ID zu selektieren, geht mit der Raute so. Third, dieses hätte ich gerne, und jetzt sage ich hier Color White. So, und jetzt habe ich nur dieses eine Element mit dieser ID selektiert. Was ist, wenn ich jetzt nicht die ID soll ja eindeutig sein? Welche Option gibt es noch, wenn ich zum Beispiel mehrere machen möchte? Ja, dann kann ich sagen Class ist gleich Highlight. Ja, ich kann eine Klasse hier angeben. Die Klasse, die ich hier angebe, ist eine sogenannte CSS-Klasse, und die CSS-Klasse, die kann ich auch mehrfach vergeben. Also, wenn ich die CSS-Klasse mehrfach vergebe, dann, oder wenn ich eine CSS-Klasse habe und diese formatieren will, dann mache ich nicht Raute, ich mache auch nicht Klasse irgendwas, ich mache Punkt und den Namen der Klasse Highlight. Geschwungene Klammer auf, Color, Doppelpunkt, White. Ja, jetzt habe ich all diejenigen selektiert, die die Klasse Highlight haben. Also die drei Basic-Selektoren, die ersten drei Basic-Selektoren sind der Tag-Selektor, indem wir einfach das Tag angeben und dann was machen, zum Beispiel Color ist gleich Yellow. Dann der Klassen-Selektor und dann gibt es noch den ID-Selektor. MyID. So, und der ID-Selektor ist Raute MyID. Geschwungene Klammer auf, Color, Doppelpunkt, Red. So, jetzt habe ich alle drei Selektoren, die Basic-Selektoren, wie gesagt, mal angegeben, und hier sieht man, dass, also wer zieht sozusagen. Was ist zum Beispiel, wenn ich hier das hier weggebe und hier hingebe, dann sieht man es noch besser. Also, Li ist der allgemeinste Selektor, der zieht grundsätzlich, aber jetzt gibt es detailliertere Selektoren wie den Klassenselektor, und der überschreibt mir sozusagen den allgemeinen. Je spezifischer ein Selektor ist, desto eher wird er angewendet. Also der allgemeinste ist der Tag-Selektor, der Klassenselektor ist spezifischer, und noch spezifischer ist entsprechend der ID-Selektor. So, soweit mal zu den ersten drei Selektoren, die recht simpel sind, und auch zur Hierarchie. Also je spezifischer, desto
genauer oder desto eher zieht der Selektor. Oder das ist der, der zieht. Was ist, wenn sich diese nicht konkurrieren, also ich nicht zweimal die Farbe setze, sondern hier zum Beispiel noch zusätzlich eine Eigenschaft, keine Ahnung, Font Style, Italic, also kursiv, dann sieht man, dass sich diese einfach addieren. Es gibt natürlich noch viel mehr Selektoren, die werden wir uns auch so manche ansehen. Der Grundtenor ist immer Selektor, geschwungene Klammer auf und dann entsprechend die Eigenschaften gesetzt. Ich kann auch mehrere Eigenschaften setzen, wie hier zum Beispiel. Ich kann auch mehrere Selektoren gleichzeitig auf ein Element anwenden. Ja, da geht noch viel, werden wir uns noch einiges ansehen. In diesem Sinne mal viel Spaß damit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.